Als Teamleiterin des Forum Zukunfts interessiere ich mich ganz besonders für innovative Veranstaltungsformate bzw. die Frage, wie muss eine Veranstaltung zeitgemäß designt sein? Dazu haben wir uns auch getroffen und sind dabei bisher nicht auf völlig innovative neue Veranstaltungsformate getroffen, die wir nicht schon kennen würden. Das ist ja eine riesenlange Liste von Patcher Kutscher über Blind Date, über Debattenduell. Aber wir haben die Zeit genutzt, um zu überlegen, was macht denn eine richtig gute Veranstaltung aus? Und dabei ist klar geworden, dass es ein Mix sein sollte aus verschiedenen Formen. Also die Frontalpräsentation war gestern, es sollte eine Mischung sein aus Präsentieren, miteinander diskutieren, im Workshop arbeiten und sich vernetzen. Wobei das Vernetzen nicht immer nur so sein kann, ich stelle einen Tisch hin und ein paar Leute stellen sich drumherum und reden, sondern man sollte die Leute eigentlich motivieren, auch mal mit anderen zu reden. Das kann man vielleicht mit ein paar Maßnahmen ganz gut hinkriegen. Darüber haben wir gesprochen. Ganz wichtig ist aber auch für die Teilnehmer eine Follow-up-Veranstaltung, in der das, was in einer Veranstaltung gemacht wurde, nochmal aufgegriffen wird und geschaut wird, was ist in der Zwischenzeit geschehen, wurde das, was dort erarbeitet wurde, auch umgesetzt, beziehungsweise warum nicht und wie könnte man das erreichen.